Yo guys, what's up? The Blue Gangster is back with probably the final part of Crash Bandicoot 3 Warped. I forgot to mention the Insane Trilogy, but who cares? We got a call. Who is it? Me? Okay, I just announced the final part, so. nur um euch zu zeigen, wie weit ich gerade bin. Ich bin leider nicht so weit gekommen, wie ich wollte. Eigentlich wollte ich hier alles dicht machen. Ich glaube, bis zum dritten Bereich habe ich jetzt alles komplett. Der vierte noch nicht, weil ich gerade nicht so viel Zeit habe, das zu machen. Eigentlich wollte ich so machen, dass ich euch direkt am Ende zeigen kann, wie der Final Part ist. Aber das mache ich dann irgendwann mal anders. Ich muss die Parts jetzt schnell fertig bringen, weil ich so viele Projekte habe, die nun kommen werden. Und deswegen, stop the talk and let's go. Sorry, natürlich mit Crash. Also nochmal, um es zu wiederholen. Ich habe 20 von 25 Kristallen. Die letzten 5 kriegen wir hier. Ich habe 25 von 45 Edelsteinen. Ja, ich habe mehr Edelsteine als Kristalle. Davon sind noch 2 diese bunten, die ich brauche, und zwar der blaue und der grüne. Das heißt, der blaue ist am schwierigsten zu bekommen. Und ansonsten die ganzen Relikte, es gibt insgesamt 30 Stück, ich habe gerade mal die Hälfte. Also bin ich hier bei 64%, aber man braucht eigentlich gar nicht 64%. Ja, ich gehe erstmal rein, bevor ich weiterrede. Außer es kommt eine Cutscene. Ne, Hinweis, schalte einen neuen Weg frei, in dem du woanders den grünen Edelstein hältst. Genau das meine ich. Ja, das Ding ist, dass... Okay, whatever. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Aber coole Stage wieder. Die haben mir echt nichts falsch gemacht. Das Ding, wie geht das nochmal? Ich hab's vergessen und... Okay, zuerst ausweichen, dann angreifen. Alles klar. Das war jetzt bescheuert. Okay. Ja toll, wie soll ich darüber? Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Irgendwas wegen... Relikten und so. Ja, da gibt es ja noch diese Bonus-Area, die dann ganz schwer ist. Aber die 99 Lives hatte ich komplett, wie ihr gesehen habt. Gibt es da nicht einen schnelleren Weg? Ach so, doch, die Kalone. Ja, um das Ganze komplett zu kriegen, das beansprucht ein bisschen mehr Zeit. Deswegen konnte ich das nicht alles auf einmal machen. Kann ich den nicht hier mit? Ne, geht nicht. Ich kann einfach über den drüber springen. Aber ich riskiere gleichzeitig was dafür. Wow. Na komm schon. Whatever. Okay. Nee, ich habe jetzt tatsächlich vergessen, was ich eigentlich sagen wollte. Verdammt. Ach komm, ich gehe jetzt da einfach so durch. Ist mir zu blöd. Naja. Aber wie gesagt, ihr werdet auf jeden Fall die Final Parts, also die True Endings von dem Ding hier sehen. Das habe ich euch versprochen, deswegen kriegt ihr das auch, egal wie lange das brauchen wird. So, endlich von diesem Bereich hier weg. Goddammit. 6 Lives, 5 Lives verschwindet für nix. Unglaublich. Und der Kristall ist da. Hör doch auf, Alter. Wegen einer Sekunde. Wie geil dieser Part anfängt. Irgendwie jedes Mal im Crash Let's Play. Voll komisch. So, warten.
Ich hasse es zu warten. Ich bin ein total ungeduldiger Mensch. Übertrieben ungeduldig. So, diesmal haben wir es richtig gemacht. Mal gucken. Ja, da passiert eh nichts, weil ich die Switches nicht aktiviert habe. Wir hätten jetzt schon locker 40 Kisten. Ja. Jawohl, Checkpoint. Und ein extra Life. Ja, ich krieg hier locker. Ja, und hätte ich das alles in einem. Gott, war das knapp gemacht, dann hätten wir auf dieses Teil da können. Ganz kurz. So. Okay, move it. Weg da. So, das könnte jetzt kompliziert werden. Schnell. Ja, noch geschafft. Gott, ist das Level kurz. Das schaffe ich auf jeden Fall. Come on. Der Zeitstrudel. Ich habe 15 Relikte, das heißt, ich könnte das dritte Level unten machen. Aber das ist zu kompliziert jetzt. Vor allem, weil ich weiß, dass das dritte Level da unten ist. Da brauche ich nicht mal nachgucken. Von dem habe ich bis heute noch Albträume, ey. Die Landung nach einem Sprung hebt deinen Boost auf. Hä? Was für Boost? Was kommt denn jetzt? Orange Asphalt. Ah! Okay. Hey, ich hab. Okay, dann nicht. Was ich rausgefunden habe, was mir jetzt gerade den Crash. Den Crash. Wortwitz. Auf jeden Fall. Dumme Polizeiwagen, die hin und her fahren. Wenn ich nach vorne halte, kann ich nicht nach links und rechts, aber beschleunige dafür krass mehr. Hätte ich das gewusst, dann wäre ich viel früher, viel schneller auf Platz 1 immer gekommen. Und ich hasse diese krassen Kurven. Toll, jetzt bin ich nicht auf den Boost gekommen. Gangster. Und bin am 6. Platz. Wie geil ist das? Schnell. Warum musstest du genau jetzt? Das schaffe ich nicht mehr. Es liegt nicht am Selbstvertrauen, ich bin einfach nur realistisch. Ich weiß zwar nicht, wie lang das Level geht, but who cares? Was? Die benutzen auch die Rampe? Ja, okay. Schnell genug in die Kurve geschafft, ja. Zurück. Jawohl. Da ist ein. Das schaffe ich nicht mehr. Gar keinen Fall. Alter, und noch eins. Nee. Sorry, nein. Beenden. Nochmal von vorn. Bin ich jetzt ins falsche. Ja, ich bin jetzt ins falsche Level. Ja gut, wenn wir schon mal hier sind. Das soll eines der. Oh Gott, bin ich da gerade dumm ausgewichen, aber es hat funktioniert. Warum? Warum bin ich eigentlich ins falsche Level rein? Es war doch das in der Mitte, oder nicht? Oh oh. Ha. Ich habe ihn kurz übersprungen. Wieder zweideutig und diesmal habe ich den hier auch gepackt. Oh Gott, oh. Das habe ich jetzt null gesehen. Das chillen wir jetzt. Gott, war der viel zu nah. Ich habe doch einen Double Jump gemacht. Jetzt fällt mir gleich noch der Controller aus der Hand. Ey, was ist heute los?
Irgendwas stimmt heute nicht. Und ich kann irgendwie nicht anders als drüber zu lachen gerade. Was? Die gehen nicht an? Und schon ist der Kristall da. Gott, ist das Level. Ist das Level wirklich so kurz? Nur 75 Kills. Wieder nicht angegangen. Ja, ja, whatever. Den hätte ich jetzt am Fenster weghauen können. Gott, war das knapp, ja. Ah, okay, wir kriegen hier doch nicht alle, weil ich hier nicht ohne ein Leben zu verlieren durchgekommen bin. Zu der Special Plattform. Verständlich, verständlich, so easy kann es dann doch nicht sein. Was, wie hat der mich erwischt? Ich war doch gar nicht da. Ich war doch auf dem Teppich. Ich war doch gar nicht auf... Ach, egal. Enhanced Hitbox. Jetzt schmeißt er wieder was. Okay, doch nicht. Weg da. Die werfen gleichzeitig. Gut. Gut zu wissen. Diesmal ein bisschen weiter weg, dass er mich nicht nochmal so blöd erwischt. Hä? Der hat doch noch gar nicht angegriffen. Wieso hat er mich... Und direkt vor dem Checkpoint. Ich habe heute irgendwie besonders viel Glück. Schnell, bevor er wieder wirft. So. Und noch ein Life. Nice. Bei dem ich schon so viel verloren habe. So, diesmal hole ich mir den Checkpoint. Komm schon, Teppich, komm. Aladdin leveln bei Nacht krank. Diesmal warte ich, diesmal gehe ich nicht direkt drauf, vergiss es. So, jetzt. Ha. Klassisch ausgewichen. Mann, bin ich gut. Hoffnung, bin ich gut. So, mal gucken, wie viel Kisten wir hier kriegen. Vielleicht war das ja nur das für das Special Level, das kann auch sein. Ne, das war echt für... Das war weiß. Das heißt, es ist echt dafür da, dass ich nicht sterben darf, bis ich dorthin gekommen bin. Das musste ich jetzt machen. Ich... Warum macht er genau über den diese dumme Drehung? Genau da, wo er es nicht tun soll. Also Crash, irgendwas stimmt heute mit dir nicht. Das will irgendwie nicht. Hier seht ihr den extra langen Spin. Michael Jackson Style, er will aber nicht. Wenn ich in die Luft springe, will er nicht. Ich weiß nicht wieso. Schon wieder. Ich weiß echt nicht, was Crash gerade hat. Das kann doch nicht sein, dass wir jetzt auf einem Bonus-Level hängen bleiben. Und ich weiß nicht, ob ihr es schon mitbekommen habt oder nicht, aber ich habe immer noch nicht die Kiste gezählt. So, wie viele kriegen wir denn jetzt hier? 28. Ja, ihr wisst es schon. Wow, diesmal hat es funktioniert. Gott, war das wieder knapp. Toll. Wie soll ich die jetzt alle wegkriegen da unten? Ha. Jetzt bin ich überfragt. Weil wenn ich einen Spin mache, dann zerbrechen die, aber dann falle ich doch runter. Ach so. Deswegen habe ich doch die Waffe. Ich voll ideal. Ich hätte so leicht hier durchkommen können, das ist unglaublich. Heute stimmt echt was mit mir nicht.
Ja, das waren die grünen Kisten, die brauche ich nicht. Also heute bin ich irgendwie komplett baller. So, da waren noch 5 Stück, das heißt ungefähr 8 Kisten fehlen. Und die sind ja alle vorne. Okay. Und wo ist der? Den Schalter kriegen wir nicht, weil wir den erst beim Bonuslevel kriegen. Krank. Okay, alles klar. Egal, dann haben wir wenigstens das Level. Jetzt können wir wieder zum Motorradding übergehen. Wartet ganz kurz. So. War doch die Nummer 2, okay. Hoffentlich kriege ich das jetzt gescheit hin, ey. Was war das gerade? Das war doch gerade grauenhaft. So. Ah, wieder verkackt. Geil. Komm schon. Nektar. Weg da, jawohl, zum Glück hast du die Kurve gemacht. Keine Kiste hier, nur Ablenkung. Boah. Ja, ich geb's zu, ich hab ein bisschen gebremst. So. Direkt auf die Rampe lenken. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja, gerade noch so. Okay, die Kiste habe ich nicht gekriegt. Kack it. Gott, ist das witzig. Ich mache mich hier voll zum Affen. Obwohl es ein Bandicoot ist und der hat mich einfach so von der Straße gekickt. Weg da. Mein Platz. Im Moment. Jawohl. Jawohl. Nicht auf die Rampe, sondern auf den Boost, genau. Und der zweite. Komm schon, komm schon. Ich bin auf dem zweiten Platz, jawohl. Komm schon, das schaffe ich. Geh doch weg von da vorne. Jawohl, komm, weiter, 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 weiter. Gib Gas, gib Gas. What the fuck was that? Egal, erster Platz. Ja! Yes! Jawohl! Okay, dann hätten wir die ersten drei, so wie es aussieht. Yep. Hier ist auch der grüne. Aber wir nehmen jetzt das hier. Die Nummer 4. Crash, Coco, denkt daran, dass wir es nicht nur mit Dr. Cortex zu tun haben. Nehmt euch vor Uka Uka in Acht. Er ist ein viel gefährlicherer Gegner, als man sich vorstellen kann. So, kehre die Fahrzeugsteuerung im Optionsmenü um. Ja, das weiß ich mittlerweile. Das Profilbild für Facebook, das muss ich meinem Kumpel zeigen, das ist doch genial.
Hier sind doch größer. Achso, das sind diese Hauptdinger, die ich abschießen muss. Weg da. Na Mist, das wollte ich jetzt noch nicht, aber who cares? Ah, die sind nicht ganz down, die brauchen mehr, okay. Wie viele gibt es hier auch wieder? 11. Weg da. Pfui. Oh oh. Ich dachte, der rammt mich gleich, ey. Was ist los? So, mindestens eins müsste jetzt down sein. Ich hole mir mal das Life da vorne. Das habe ich auch gerade echt dringend gebraucht. Geht doch weg, Mann. Hört auf mich zu schießen. Ich habe immer noch keinen Stun gekriegt. What the hell? Und jetzt fliege ich um die Kiste. Oh Gott, der hat mich fast gerannt. So, zwei Gegner ausgeschaltet. Das sieht nicht danach aus, als ob es was wird. Ich muss irgendwie live suchen, sonst war's das. Jawohl, eins habe ich. Wenn die mich jetzt erwischen, dann war's das. Ja, das war's. Und da vorne waren live und ich hab's nicht gekriegt. So. So. So, erster Down. Wieder von vorn. Kiste Nummer 1. Kiste Nummer 2. Hinfort mit den Feinden. Das war jetzt bestimmt falsch irgendwie. Weg mit dir. So, da ist noch ein Kist. Ja, ich weiß, der ist gerade an mir vorbeigeflogen. Ich brauche echt ein Life, Alter, sonst war's das. So, Nummer 2 ist down von 5. Jawohl. Wo sind die anderen? Da ist eins. Nummer 3 ist down. Nur noch 2. Und wie viel Kisten noch? 2 Stück. 1 noch. Und das ist da vorne. Perfekt. Das müsste ich noch schaffen. Gott, werde ich jetzt abgeballert. Komm, das muss ich schaffen. Jawohl, nur noch ein. Wo ist der? Da vorne? Ist es der? Komm, das muss ich schaffen. Noch 57% live. Du, weg da. ...84% live. Egal, eine Seite vom Enemy down. Jawohl! Jawohl, beides geschafft. Alright, done that. Was war das jetzt? Nummer 4? Das heißt, wir sind schon gleich bei Nummer 5. Gott, geht das schnell. Okay. Den Dance behalten wir uns für das letzte Mal. Ja, das war's dann schon, oder? Ja, 24 von 25. Oh Gott, dieses Level wird die Hölle. Ich wette mit euch.
Schalte einen neuen Weg frei, indem du sämtliche farbige Steine erhältst. Okay, das heißt, dieses Level werde ich noch viel öfter sehen, als mir lieb ist. Who cares? Ist hier hinten was? Classic Sand Level. Jawohl, ein Extra Life. Ich habe ihn zwar erwischt, bin aber mit runtergefallen, weil er den Double Jump wieder nicht gemacht hat. Warum auch immer. Die Mechanik scheint hier nicht so gut zu wirken. So. Ja, du kriegst mich eh nicht. 121 Kisten, die kriegen wir niemals alle beisammen. Niemals bei dem Run. Ich glaube kaum, dass ich mich irre. Jawohl, eine Maske und ein Eingang zu einer Ruine mit einem Extra Light. Das heißt, sie haben mir gut gemixt. Ja, rough my ass. So, zweites Licht, ein Extra Life und ein Durchgang. Ich sollte hier nicht zu viel Zeit verschwenden, weil ich das Licht nicht lange behalten kann. Das fliegt irgendwann weg, genau wie beim Zweier. Aber wir sind schon draußen. Jetzt. Ja, da, der Blue Edelstein. Oh Gott, das Licht ist weg. Hoffentlich kann ich hier nirgendwo runterfahren. Ich habe gerade eine Kiste. Oh Gott, zum Glück habe ich drei Masken jetzt. Jetzt darf ich nur nicht runterfallen. Komm schon, renn schneller. Checkpoint, jawohl. Bonusrunde, jawohl. Jetzt fehlt mir nur noch der Kristall. Wir haben fast 60 von 121 Kisten. Und mein Licht ist weg, krank. Soll ich jetzt durch die... Ah, da ist eins. Schnell hier durch. Toll, das Licht ist gleich weg. Kann ich hier runterfallen? Nein, kann ich nicht. Gut. Gott, ich sehe nichts. Waren das alle? Jetzt bin ich runtergefallen. Toll. Scheiße. Nee, das Licht da vorne nehme ich nicht. Ich hätte einfach durchrennen sollen. Aber es haben drei gefehlt. Waren das drei Nitro-Kisten? Ich habe jetzt nicht genau gesehen. Egal, jetzt rushen wir einfach durch. Jetzt rushen wir einfach durch. Okay. Schneller. Und schon ist es lieb. Ja, das da hinten waren Nitro-Kisten. Und selbst wenn ich drauf geschissen. Weiter geht's. Ah, ich hab noch ein Licht. Schnell gucken. Okay, bei den Apples muss ich jumpen. Hier sind drei extra Kisten. Und da auch drei. Okay, perfekt. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Okay. Boah, ich dachte gerade, warum bewegt sich da nichts?
Ha, fast noch ein Life. Schade. Egal. Weiter geht's. Das ist ja easy. Wenn ich eine Maske hätte. Gut, die Kisten habe ich behalten. Jawohl, der Kristall, yes. Gott, warum musste der gerade hochspringen? Komm schon, komm schon, komm schon, geh auf. Jawohl. So, ein extra Life. Und ein Jackpoint, das sehe ich doch gerne. So. Würde ich jetzt noch einen Schalter haben, den ich habe, und wir haben tatsächlich 121 Kisten, genau wenn das Licht ausgeht. So, jetzt kann ich mir den Dance geben. Und bam! And let's move on to the final boss. Wie viel Prozent? 71. Krank. Die 7 davor. Let's do it! Das wird schwierig. Das wird richtig schwierig. Tut mir leid. An dieser Stelle sollte ich sauer sein. Vor Wut toben. Völlig außer mir. Schon wieder hast du meine besten Handlanger ausgetrickst und überwunden. Ich sollte mich darüber ärgern. Und wir sind tatsächlich zornig. Aber du hast offenbar ein Detail übersehen. Du kleiner oranger Botenjunge. Da du alle Kristalle gesammelt hast, müssen wir sie dir nur wegnehmen. Okay, dann mach das mal. Hinweis, manchmal erlischt sein Kraftfeld. Ja, okay. Ja, let's go. Yeah, yeah, whatever. Zum letzten Mal, gib mir die Kristalle. Alright then, let's do it. Was muss ich denn jetzt? Gott, sieht das gut aus in HD. Aber das hatte auch was, als es SD war. Ja, ich darf mich von nix von dem treffen lassen. Ich verstehe. Was sind das für Dinger, die explodieren? Ah, ich kann ihn so lange angreifen. Ich Idiot. Jawohl. Okay, die Musik ist krank. Ich weiß, ich habe das zwar oft gesagt, aber die Musik ist krank. Okay. Na komm mal, schaffe ich's beim ersten Mal? Mal gucken. Ja, okay, die haben mich nie. Hätte ich's nicht gesagt, wäre es nicht passiert. Also ihr läuft gerade, ihr seht ja gerade alles, wie man den Boss nicht besiegen sollte. Also wie man ihn beziehungsweise nicht besiegen kann. Alle Fail-Optionen. So. Boah, zum Glück habe ich ihn noch so schnell erwischt. Okay. Ich habe ganz am Anfang, wo das Ding aufgegangen ist, gedacht, soll ich da jetzt reinspringen? Und dann dachte ich mir, nee, das ergibt keinen Sinn. So. Wieder Runde 2.
Oh Gott, fast wäre es wieder passiert. Oh Gott, war das knapp. Schnell, schnell, schnell. So. Und jetzt wieder Last Round. Wünscht mir Glück. Wünscht mir Glück. Die Mucke, die ist einfach krank. Oh Gott. Komm schon, ich hab's gleich geschafft. Komm schon. Ja. Nein, 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 nein. Boah, was war das? Er hat mich geschützt. Er hat mich beschützt und ich hab's geschafft. Krank. Und das Ding hier. Jawohl. Laufe schneller. Kennen wir schon vom Zweier. Krank. Nein, da falle ich nicht rein. Bam. So geht's. Wieder besiegt. Das ist nicht fair. Ich sollte mich wohl an einen schönen großen Strand zurückziehen. Mit einem schönen großen Drink. Und einer Frau mit schönen großen Eisbeuteln. Okay. Vorbei, Beuteldachs. Es gibt immer noch Edelsteine. Wir haben noch eine Chance zu siegen. Ja, das ist nicht das True Ending. Aber das war der Official Part. Also Guys, damit haben wir die Reihe komplett. Wie gesagt, was noch offen steht, was auf jeden Fall dazu kommt, ich weiß nicht wann, weil ich noch vieles vor mir habe. Thank you, Vicarious Visions. Wann die kommen werden, aber ich versuche es so schnell wie möglich zu machen. Und ja, das wäre es eigentlich schon. Wie gesagt, ganz am Anfang habe ich gesagt, dazu habe ich noch gar keine Bewertung abgegeben. Und zwar, ob ich dieses Gefühl haben werde, wie es vom 2er zum 3er aufspringt, genauso wie es von 1 zu 2 war. Teilweise ja. Aber, ich bin schon so krass an diesen 3 gewöhnt, ich weiß, das ist schon Jahre her. Irgendwie 2001 war das letzte Mal, dass ich den 3er gespielt habe. Es ist schon so lange her und trotzdem ist mir dieses Game so krass im Kopf geblieben, dass ich anstatt diese Veränderung mehr von der Nostalgie und von diesem Remake an sich so geflasht war, dass ich gar nicht so richtig drauf geachtet habe. Es gab sehr oft Momente, vor allem beim ersten Bereich so, wo ich mir gedacht habe, Alter, man merkt wirklich den Unterschied von 2 zu 3 und es war insgesamt cool. Ich bin totally happy, dass ich diese komplette Reihe durch habe. Zum Glück ist die HD-Reihe erschienen, selbst wenn sie angeblich schwieriger ist, weil auf der PS4 das Ganze zu streamen und vor allem in HD zu haben und zwar alles in eins ist schon richtig nice. Also für die Leute, denen es gefallen hat, das Ding kostet 20, vielleicht 25, holt es euch, wenn ihr Crash Bandicoot-Fans seid. Das ist ein Muss. Und diese Trilogie war der Hammer. Wie gesagt, ich mache das alles noch auf 100%. Ich hau euch die Videos rein. Ansonsten, ja, ich mach's the old-fashioned way. Thank you guys for watching. Hope you liked it. And we see each other again on my next LP. So the Blue Gangsta is out. Peace, YouTube. Word.